Willkommen zu deinem Killer-Arm-Workout. Ich bin Hong, ich bin deine Trainerin online und offline und heute trainieren wir 45 Sekunden jede Übung, 15 Sekunden Pause. Wir kommen erstmal locker rein, indem wir auf der Stelle joggen und gerade Schläge nach vorne und oben schlagen. Als nächstes gehen wir in unsere Linksauslage. Linkes Bein ist vorne, rechts, hinten und wir schlagen den Jab und den Cross. Der Jab ist die Führhand, in diesem Fall die linke Hand und der Cross die rechte. Legt hier wirklich viel Power in die Schläge und denkt daran, bei jedem Schlag auszuatmen. Bei der nächsten Übung fordere ich euch wirklich heraus, und zwar sind das Push-Up-Pulses. Ich bin hierbei auf den Fäusten, ich finde das einfacher, aber es ist trotzdem eine wirklich harte Übung. Haltet trotzdem durch und versucht nicht auf die Knie zu gehen. Let's go! Geschafft! Als nächstes ist der Two-Level-Hook dran auf der linken Seite. Wir schlagen zuerst zum Körper und dann auf Kopfhöhe. Wir bleiben auch auf links, denn in den nächsten 45 Sekunden werden wir wechseln. Und nun muss der Spaß natürlich auch noch auf der anderen Seite ausgeführt werden. Wir schlagen den Hook rechts zum Körper und zum Kopf. Versucht wirklich die Hüfte mitzudrehen und den Bauch anzuspannen, denn trainiert ihr nämlich damit direkt mit.
Und geschafft, sehr schön. Die nächste Übung, wir strecken die Arme zu den beiden Seiten lang aus, ziehen die Schulterblätter zusammen und pulsieren unsere Party Arms nach oben. Viel Spaß! Push-ups dürfen natürlich nicht fehlen, deswegen 6 gerade Schläge plus ein Push-up. Das ist die nächste Übung. Die nächste Übung ist High to Low Plank. Als nächstes kommen die Uppercuts dran, einfach nur 45 Sekunden straight Uppercuts schlagen. Dreht dabei schön die Hüfte mit und spannt den Bauch an, damit wir den gleich mittrainieren. Die Armpulses gehen natürlich auch vorwärts und zurück. Denkt daran, dass ihr wirklich schön die Schulterblätter zusammenzieht und dann mit den Armen vor und zurück pulsiert.
Ihr habt es fast geschafft. Als nächstes gehen wir in die Liegestützposition, führen einen Arm vor zur Seite und nach hinten und kommen wieder vor in die Liegestützposition und machen das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Ihr habt es bis zur letzten Übung geschafft und das sind die Push-Push-Ups. Wie ihr sehen könnt, bin ich auf den Knien in der Liegestützposition und drücke mich dann vom Boden hoch in eine aufrechte Position. Wer möchte, kann das auch gerne auf den Füßen probieren und braucht dann natürlich aber nicht in eine ganz aufrechte Position zu kommen, sondern einfach so weit nach oben sich zu drücken, wie es geht. Wenn du mehr solcher Videos haben möchtest, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten kann ich nur sagen, abonniere den Kanal, unterstütze mich damit und du wirst wöchentlich versorgt mit coolen Workouts oder anderem Content. Was soll das? Was soll diese Bewegung?